Ich begrüße euch wieder ganz herzlich zurück zu Geheimakte Tunguska. Wir sind immer noch in der Höhle in China, auch wenn es ein ganzes Stück anders aussieht, denn wir haben hier so einen Geheimraum entdeckt. Und das scheint auf jeden Fall hier ja, von den Zopak zu sein, denn hier zum Beispiel haben wir auch dieses Symbol, was Peres uns aufgemalt hat. Und hier scheint irgendwie die Geschichte so ein bisschen dargestellt zu sein, dass hier die Tunguska-Katastrophe und das hier ist vielleicht die Ursache, warum die Zopa überhaupt an diese Metallstücke gekommen sind. Auf jeden Fall scheinen die auch irgendwas damit zu tun zu haben. Und hier haben wir jetzt noch so eine Steinplatte gefunden und die werden wir uns mal genauer anschauen. Mal sehen, was wir daraus finden können. Okay, ein Rätsel. Diese Teile hier können wir bewegen, den roten Stein nicht. Und dann kann ich die einfach hier irgendwo hinpacken. Müssen wir die bestimmt irgendwie richtig anordnen. Und dazu fällt mir doch eigentlich nur ein, dass wir einen Auszug. Yep. Hier hinten diese Skizze hatten. Und das müssen wir da jetzt bestimmt irgendwie nachbauen. Und das sieht ja ein bisschen aus wie ein Mensch. Ich kann mir jetzt vorstellen, dass der rote Stein der Kopf ist. Da müssen wir mal gucken. Also hier haben wir nur einen nach rechts. Dann einen nach links, schräg nach oben und nach oben noch einen. Und eins, zwei, drei nach unten. Und dann jeweils zwei schräg. Okay, mal sehen, ob ich mir das merken kann. So, also erstmal drei nach unten. Machen wir das mal. Dann hier war sowieso nur einer. Dann packen wir hier das schon mal hin. Das war schräg. Und auf der anderen Seite ist auch schräg. So, und hier war es jetzt eins rüber, schräg nach oben und dann direkt drüber. Na, wunderbar, es hat geklappt. So, und hier mal eine Steinscheibe, die jetzt in dem Mund erschienen ist. Okay. Merkwürdige Scheibe. Sieht eigentlich eher unscheinbar aus, aber sie fühlt sich warm an. Und ich habe das Gefühl, als ob irgendeine seltsame Energie davon ausgeht. Ich werde sie mal Oleg zeigen. Vielleicht hat er ja eine Idee, was wir jetzt damit machen sollen. Ich würde ja prinzipiell erstmal sagen, mitnehmen. Obwohl das vielleicht auch nicht unbedingt gut ist, weil wenn das ist, was die ganze Zeit gesucht haben, könnte das natürlich auch irgendwas Mächtiges sein und das in den falschen Händen ist bestimmt nicht gut. Auf der anderen Seite hätten wir mit dem Ding erstmal eine Verhandlungsbasis, um Wladimir Kalenko zu befreien. Naja, fragen wir mal Oleg. Oleg, zu dir wollte ich gerade. Ich sehe, du hast es tatsächlich geschafft. Herzlichen Glückwunsch. Wir haben uns nicht in dir getäuscht. Danke. Was meinst du mit Arschloch? Das erkläre ich dir später. Der Chef wartet. Kamburski an Station. Er bitte Landeerlaubnis. Ah, Oleg. Ich habe gehört, du hast dieses Metallding wirklich gefunden. Hi, Sergei. Ja, es lief eigentlich alles wie erhofft. Die Kleine war echt gut. Ausgezeichnete Arbeit. Der Chef wird begeistert sein. Was machen wir jetzt mit ihr? Die Befehle vom Chef waren doch eindeutig. Ist das wirklich nötig? Naja, schon ein bisschen schade um den süßen Hintern. Aber mit ein bisschen Glück bleibt der im Eis ja auch noch etwas länger frisch. Und jetzt dreh das Wasser auf. Okay. Kommt nichts. So ein Dreck. Ist das verdammte Ding schon wieder kaputt. Lass uns mal nachschauen, woran es liegt. Wir sollten uns aber beeilen. Der Prototyp ist nämlich so gut wie einsatzbereit. Und der Chef wartet schon auf uns. Und die Kleine? Sind ja nicht ewig weg. Wir kümmern uns später um sie. Hier fehlt ein Teil. Sieht aus, als ob es rausgerissen wurde. Sabotage? Könnte durchaus sein. Kümmere dich drum. Ich muss zurück zu unserem wissenschaftlichen Genie. Geht klar. Ja, Nina scheint auf jeden Fall erstmal noch zu leben. Puh, und wir sollten jetzt versuchen, schnellstens irgendwie hier wegzukommen.
Oh Gott, mir tut alles weh und mir ist tierisch kalt. Wo bin ich hier eigentlich? Ich kann mich nur dunkel daran erinnern, dass Oleg mich niedergeschlagen hat. Aber wieso? Ich hatte wirklich gedacht, dass ich ihm vertrauen könnte. Wieder mal falsch gedacht. Ja, wirklich eine interessante Frage, wo wir uns jetzt hier befinden. Tiefstes Sibirien? Arktis? Auf jeden Fall ist es ziemlich kalt, wie es aussieht. Und die wollten auch tatsächlich Nina hier in dieser Badewanne einfrieren. Super. Okay, Oleg war auf jeden Fall der Falsche, dem wir vertraut haben. Und Sergei gehört also auch nicht zu den Guten. Dass Nicole Charleroi nicht zu den Guten gehört, wissen wir auch schon. So die Frage, wer jetzt hier der Chef ist. Ist das eventuell Massimo Gattuso? Könnte ja sein. Und wer ist das wissenschaftliche Genie? Handelt es sich dabei um Wladimir? Sind wir ihm tatsächlich jetzt auf der Spur? Ja, wir schauen uns jetzt hier mal ein bisschen um. Aber wir haben einen Tagebucheintrag bekommen und ich werde die jetzt immer relativ zügig, kurz nachdem wir die bekommen haben, vorlesen. Denn wir nähern uns jetzt echt dem Ende. Also das ist ja wirklich die Zielgerade. Und damit wir da nichts verpassen, werde ich das jetzt immer alles sofort machen. Deshalb gucken wir da auch direkt mal rein. Erneuter Verrat. Irgendwo in der Kälte. Nina hat tatsächlich eines der sagenumwobenen Artefakte der Zopa gefunden. Aber sie ist nicht die einzige, die ihr Ziel erreicht hat. Offenbar hat auch Oleg sie die ganze Zeit nur benutzt. Sobald sie das Artefakt in Händen hält, schlägt er sie von hinten nieder. Naja, so ganz von hinten war es ja jetzt auch nicht, ne? Und mehr haben wir aber nicht. Okay, das war's dann erstmal. Ein Pümpel, den nehmen wir doch mal direkt mit, wenn wir hier keine andere Waffe finden, denn... Mit so einem Ding kriegt man verstopfte Klos wieder frei. Soll uns der dienen? Ja, das ist doch hier auch alles scheiße. Da hilft er bestimmt gut. So, hier, dieses Zeug können wir aber nicht mitnehmen. Und hier mal eine Kamera. Ich hoffe mal, dass die jetzt nicht funktioniert. Ansonsten wäre es vielleicht ein bisschen blöd, wenn die sehen, wie Nina hier rumspaziert. Eine Videokamera im Bad? Hier würde ich nicht duschen wollen. Ja, ich würde dir auch so nicht raten, hier duschen zu gehen. Bestimmt kalt. Da komme ich nicht ran. Okay. Ja, ansonsten, wenn die uns hier entdecken könnten, die wahrscheinlich schneller wieder da sind, als uns lieb ist. Eine Wanne mit heißem Wasser, ein Glas Rotwein und jemand, der mir den Rücken massiert. Ich glaube, ich will nach Hause. Oh, hast an jemand Bestimmten gedacht. Ich glaube, der fängt mit M an. Da kommt kein Wasser raus. Ja, das hat uns das Leben gerettet. Beziehungsweise Nina. So, nehmen wir Papiertücher. Nehmen wir die auch noch mit. Ich meine, wir sind jetzt wieder ganz schön ausgebrannt. Sammeln wir also erstmal wieder alles, was uns unter die Finger gerät. Extra weich und flauschig. Dreilagig. Das wird eingesteckt. Und dann gehen wir mal in den nächsten Raum, weil... Ich glaube, hier ist jetzt nichts mehr. Nee, gut, weiter. Mensch, was haben wir hier? Erstmal eine Tür. Ich wette, die ist wahrscheinlich... Hier ist ein Schlüssel. Okay, dann gucken wir doch mal, ob wir da jetzt direkt rankommen. Könnte so eine Art Generalschlüssel sein, der in der Werkstatt dann bei Bedarf nachgemacht werden kann. Das finde ich gut. Können wir hier raus oder können wir es aufschließen mit dem Schlüssel? Die Tür ist verschlossen. Okay, dann probieren wir es mal. Das Schloss ist völlig vereist. Den kriege ich da nicht rein. Okay, das heißt, wir müssen erst das Schloss enteisen. Na super. Dann gucken wir uns hier noch ein bisschen genauer um. Was haben wir hier? Ein Brutkasten. Durch die Glasplatte kann man ein einzelnes Ei erkennen. Öffnen lässt sich das Gerät wohl über das Tastenfeld. Mal wieder. Oh, dann, ja, wie Nina schon sagte, mal wieder brauchen wir irgendeine Kombination. Die Zahlenkombination kenne ich nicht. Und wenn ich die Scheibe einfach zerschlage, wird der Inhalt durch die herunterfallenden Glassplitter wohl auch gleich mit zerstört werden. Hier Inhalt des Ei oder was? Ja, ich frage mich noch, wozu wir hier ein Ei brauchen. Seine Nina bekommt Hunger. Ein Schraubstock mit Metallplatte. Ein Schraubstock? Standardausrüstung jeder halbwegs gut ausgestatteten Werkstatt. Ja, aber wir haben ja momentan nicht so
viel, was wir damit verwenden könnten. Eigentlich gar nichts. Dann gucken wir uns mal die Metallplatte an. Eine Metallplatte? Also die einstecken. Okay. So ist hier, da können wir aber nichts aufmachen von diesen ganzen Sachen. Aber hier ist im Schrank vielleicht noch irgendwas, was wir gebrauchen können. Ich nehme mal alles mit, was nicht bei drei auf den Bäumen ist. Sehr gut. Jetzt wirst du zum echten Abenteurer, Nina. Einfach alles einstecken. Gewindeschneider, irgendwas. Sieht aus wie eine Zwille. Und Silikon. Ich habe eine vage Vermutung. Damit kann man Gewinde schneiden. Ich weiß, sehr gewagte Vermutung. Aber wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Wie immer. Dann das irgendwas? Erinnert mich an das Teil, das ich in Moskau am Bahnhof gefunden habe. Scheint mittlerweile in Serienproduktion gegangen zu sein. Jetzt sogar mit Gummiummantelung am Griff. Ja, die Zwille 2.0 und Silikon. Damit kann man Fenster abdichten. Oder Rettungsschwimmerin im Fernsehen werden. Ja, Baywatch. Ja, Nina, ich sag das nicht so oft, ne? Ich meine, ich mal auch Rettungsschwimmen und so. Was haben wir hier, eine Bohrmaschine? Können wir erstmal hier in die Metallplatte ein Loch bohren? Ich weiß zwar nicht, wozu uns das hilft, aber... Eine stationäre Bohrmaschine. Steckt ein Metallbohrer drin. Ah, habe ich mir schon fast gedacht. Sie funktioniert. Sehr gut. Ja, was macht man jetzt? Wir brauchen wahrscheinlich die Kombination für diesen Brutkasten. Aber wie es aussieht, ist die nicht hier. Jedenfalls habe ich bis jetzt nichts gesehen, was in irgendeiner Art und Weise daran erinnern könnte. Irgendein Rätsel für die Kombination. Dann müssen wir auf jeden Fall das Schloss aufkriegen. Ist nur die Frage, wie. Oh, komm, wir pömpeln das auf. Das klappt bestimmt wunderbar. Oder auch nicht. Wir könnten jetzt in die Metallplatte ein Loch bohren, auch wenn ich noch nicht weiß, wozu wir das brauchen. Wir haben schon mal das Grundgerüst für eine Zwille. Die Metallplatte. Eigentlich würde ich ja jetzt gerne den Brutkasten aufmachen, den Schlüssel da drin warm machen und den versuchen, in das Schloss zu stecken. Aber dazu müssten wir ja erst an den Brutkasten ran. Ich probiere jetzt mal, ob Nina da ein Loch reinbohrt, auch wenn ich nicht weiß, was das für einen Sinn haben soll, aktuell. So, können wir bohren? Der Bohrer schlägt Funken auf der Metallplatte. Ah, der wird heiß. Können wir das anzünden, hier ein Feuer machen? Ja, genau. Der Funkenschlag des Bohrers hat das Papier in Brand gesetzt. Sehr gut. Nina, jetzt kannst du dich wärmen. Ich hab's tatsächlich geschafft, mit einer Bohrmaschine ein Feuerchen zu machen. Nicht schlecht, Nina. Wirklich, nicht schlecht. Es wird immer besser. So, jetzt können wir den bestimmt heiß machen. Mittlerweile sollte ich eigentlich gelernt haben, dass ich metallische Gegenstände nicht einfach so ins Feuer halten kann, ohne mir die Finger zu verbrennen. Och, Mensch, Nina. Könntest du irgendwo... ranmachen. Mann, das verbrennt noch alles. Das gute Papier. Dreilagig und so. Können wir das irgendwie hier verbiegen oder so? Dann können wir vielleicht den Schlüssel vorne reinstecken. Ja, genau. So habe ich mir das gedacht. Passt das? Ha, super. Obwohl, das ist ja jetzt auch aus Metall, ne? Wird halt auch heiß nach einer Weile, würde ich jetzt mal behaupten. Dann machen wir das mal noch. Ich erfriere gleich, aber zumindest ist im Schlüssel jetzt schön warm. Ja, Nina, du musst jetzt mal Opfer bringen, ne? Und so ein C oder so kann man ja schon mal für die Freiheit abgeben. Aber mit dem Schlüssel werden wir erst im nächsten Video die Tür öffnen. Die Zeit ist nämlich schon wieder vorbei, deshalb bis zum nächsten Mal. Tschüss!